Es ist Dienstag, der 23. Juni. Herzlich willkommen zu diesem neuen Tag. Jesaja 60, 20 heisst es. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein. Und Philipper 2, 14 folgende. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Allenthalb hat man ja schon ja durchgenommen, wie die Sterne entstehen. Jetzt einfach nur noch kurz zur Erinnerung. Die tausenden, abertausenden Sonnen, wo wir ja sagen, es sind Sterne. Sie entstehen aus so Staubpartikeln, aus kleinen Stäubli im Weltall, aus Wolken von Gas und von interstellarem Staub, wie man das nennt. Wenn sich die Masse zusammenzieht, wenn sie sich selber irgendwie mehr anfängt zu verdichten, dann passiert dann plötzlich der Prozess, der es anfängt zu leuchten. Auf das kommen wir am Schluss dann mal. An dieser Stelle fragen wir uns, ist der Glaube auch so eine Art eine Verdichtung, eine Konzentration, ein Prozess von Anziehung. Wenn wir an Paulus zuhören, wenn er anfängt von Murren und von Zweifeln reden, Kräfte und Mächte, die er kennt hat, dann muss man sagen, ja, ganz sicher, weil Murren ist eine Gemütsverfassung, die auseinanderdriftet. Man ist nicht mit sich selber eins. Man lehnt sich auf gegen Situationen, man spürt den Spalt in sich selber, Zweifel noch viel mehr. Da geht es bis ins innerste Herz, bis zu unserem Glauben. Man merkt, es driftet auseinander. Es behaltet einem nicht mehr zusammen. Und für das das geschehen kann, braucht es natürlich eben tausende so kleine Alltagssituationen, so wie interstellarer Staub, einfach das, was uns tagtäglich begegnet, weil das nachher immer unser Murren verstärkt und immer unseren Zweifel verstärkt, dann müssen wir sagen am Schluss, alles geht auseinander, es kommt gar nie dazu, dass es richtig leuchtet. Stellen wir uns dem gegenüber jetzt noch mal den Weg vor, den uns der Paulus und der Jesaja weisen. In beiden Texten heute geht es ein bisschen um das Gleiche. Du erlaubst nicht mehr, in diesen tausend Alltagssituationen, dass sich die Elemente, die Teile, die kleinen Erlebnisse immer mehr zerstüben, auf alle Seiten rum, sondern du fährst an, in allem das Wort von Gott proklamieren, über allem, was dir begegnet. Immer wieder weisst du, was Gott dazu sagt, du proklamierst es, du beanspruchst das Licht und die Liebe von Gott in all dem, was du reingestellt wirst. Und dann gleich merkst du, wie plötzlich alles, und sei es auch noch so klein, anfängt, am gleichen Ziel dienen, nämlich, dass die Wahrheit von Gott in deinem Leben zum Tragen kommt. Die Wahrheit und nicht mehr das, was zerstäubt, nicht mehr das, was zum Murren und zum Zweifeln bringt. Und dann plötzlich ist die Masse so gross, dass es wie ein Übergewicht überkommt in deinem Leben. Es ist mehr Glauben als Zweifel. Es ist mehr Freude als Murren. Und dann merkt man, wie der Paulus sagt, dann fängt es an leuchten mit in unserer Welt. Und wirklich, es sind die vielen, die zahllosen kleinen Partikel von unserem Alltag, von dem Staub, wo wir drin leben. Heute hatte ich eine Andacht in einem Altersheim. Und nachher am Schluss habe ich gedacht, jetzt könnte ich eigentlich noch der Pianistin danken. Sie hat so toll improvisiert und so gut gespielt zu den Liedern, so einfühlsam. Und dann hat sie mir gedacht, ja, nein, das sage ich doch nicht. Vielleicht hat sie das gar nicht extra gemacht oder vielleicht ist ihr das peinlich. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist ganz wichtig, dass ich das mache. Ich habe von innen aus gemerkt, das ist etwas, was Jesus jetzt an mich. Und dann habe ich ihr das nachher gesagt. Und hat sie grosse Freude gehabt, natürlich. Das ist so ein Element. Und solche Elemente gibt es so viel, wo wir merken, plötzlich kippt das Gleichgewicht in unserem Leben. Und wir haben ausgerechnet, dass 100 Milliarden Moleküle in einem Kubikzentimeter die Dichte sind, wenn es anfängt zu leuchten. Und ab 100 Millionen Grad kommt dann die grosse Kernverschmelzung, wo man sagt, von denen ist etwas eben eine Sonne. Dann leuchtet es dann ins ganze Weltall raus. Also es braucht Wärme, es braucht Dichte und dann plötzlich wird es wie ein Selbstläufer. Genau das ist der Paulus, der gemerkt hat und auch gesagt hat, irgendwann fängt er an zu leuchten, dann kann man es nicht mehr bremsen. Dann ist der gute Prozess im Gang. Ich wünsche euch einen gesegneten und einen hellen Tag.